aber Projekte, an denen wir gerade dran arbeiten. Ein Projekt, was uns im Moment unglaublich in Schach hält, ist eine Firma, die im Bereich Logistik, Transport, über Internet of Things ein Produkt erfunden hat, was die Welt oder die Art und Weise, wie wir Dinge von A nach B verschicken, komplett auf den Kopf stellen wird. Komplett auf den Kopf stellen wird. Mega patentiert, hoch und runter, arbeiten seit vielen Jahren dran. Noch ist es unter Verschluss. Es kommt jetzt demnächst ans Licht. Und das Ganze basiert auf Blockchain, auf Internet of Things und wie fast alles, was sinnvoll ist auf der Welt, auf eine Menge Schweiß. Und das ist zum Beispiel eins der Projekte. Wie kann ich Dinge nachvollziehbar von A nach B viel effizienter, viel schneller, viel günstiger und viel zuverlässiger verschicken? Ein anderes Projekt ist eine Firma, die im Bereich Entertainment auf Blockchain basierte Datenstrukturen und Lösungen die gesamte Entertainment-Industrie auf den Kopf stellen wird. Super ambitioniertes Projekt. Und auch das sind Jungs und Mädels, die seit 2,5 Jahren an diesen intelligenten Algorithmus und an die Möglichkeit, Daten zu messen, zu erheben und sonstiges und auf der Blockchain abzubilden, arbeiten. Das heißt, ihr merkt den Duktus. Also sind in fast allen Fällen sind die Projekte, die jetzt wirklich ans Licht kommen, sind keine, vor 2-3 Monaten haben sich zwei Leute getroffen in einem Café und jemand hatte eine Idee und jemand anders hatte die Kontakte und dann hat man gedacht, okay, lass uns ein White Paper schreiben und die Welt erobern. Das sind wirklich Jahre Entwicklung, Patente, Codes, Intellectual Property und all diese Dinge und das sind auch massive Veränderungen und massive Ambitionen. Und es sind auch alles, keins davon ist ein Let's try to raise 30 million bucks with a hard cap of 8, sondern like big shit. Spannende Projekte, an denen wir fest glauben, mit einer anderen Ambition, Professionalität und einer anderen Schlagkraft. Und hinter all diesen Projekten sind nur nicht 2-3 Gründer dahinter, sondern ein paar Dutzende von Menschen, die seit langem dran arbeiten und davor noch ganz viel einfach sehr, sehr geile Dinge gemacht haben bereits. Als Beispiel. Es gibt ja die Übersetzung Deutsch ins Englische oder Deutsch ins Französische. Ich plädiere für die Übersetzung Krypto in Normalo. Vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist deine Idee brillant und du musst sie einfach nur so erklären, dass diese Brillanz von dieser Person, mit der du gesprochen hast, auch begriffen wird. Ohne ain't gonna work. Remember the Post-it. Super spannende Frage. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir bis dato den Rest der Welt nicht gebraucht haben, weil unser Geld sich selbst vermehrte. Das heißt, diejenigen, die früh in Krypto eingestiegen sind und in dieser relativ in sich geschlossene, teilweise inzestuöse Community, also intellektuell inzestuös wohl bemerkt, dem war das egal. Reddit ist ein gutes Beispiel. Reddit ist eine Plattform, die ist eine Katastrophe. BitcoinTalk.org ist eine Zumutung. Ja? Es gab Ende der 90er, fast alle Foren auf der Welt sahen besser aus als BitcoinFucking.org. Ja? Und trotzdem tümmeln wir uns da zu den Abertausenden. Warum? Weil wir es verzeihen. Warum? Weil wir sind Techies. Ja? Und wenn es ein bisschen shady und ugly und ist okay. Ja? Weil dann fühlen wir, aber jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, erstens können wir nicht einfach nur weiter unsere Gelder wachsen sehen, ja? Und damit das Ganze Spaß macht und weiter wächst, brauchen wir diejenigen, die nicht bereit sind. Die anderen sind schon drin. Aber diejenigen, die nicht bereit sind, sich sowas Unbrauchbares, Unkompliziertes und schädig Aussehendes anzutun. Ja? Diejenigen, die nicht verstehen, dass ein Thread so und so und so aussieht. Ja? Diejenigen, die es gewohnt sind, Apple-Produkte zu kaufen und das alles mit einem Knopf funktioniert und eine super schöne Haptik hat. Und wenn ich irgendetwas von A nach B bewege, hat es
so einen eleganten Swish. Ja? Die Menschen, die wir jetzt versuchen, da reinzubekommen, die werden das anfangen zu verlangen und die sagen, wait a minute, genauso wie du, ich bin jetzt in diesem Bereich, ich bin kein Kryptograf, bist du glaube ich nicht, oder? Ich bin selber kein Developer, bist du glaube ich auch nicht, ja? Ich bin ein Banker, darf man das sagen? Oder ehemaliger Banker oder ein Finanzmensch. Ja? Und komm mir jetzt nicht mit solchen Dingen. Make it easy, make it intuitive, make it sexy, make it professional. Ja? Und jetzt, bis dato haben wir gesagt, wenn du nicht willst, selber schuld, weil allein in den letzten 3 Monaten hat sich mein Bitcoin-Bestand verdoppelt, ja, und ich habe jetzt so und so viel. Ja, willst du dabei sein oder nicht? Weil wenn du dabei sein, musst du den sauren Apfel beißen und dir die Reddit-Threads und die hässlichen BitcoinTalk.org-Threads durchziehen, reinziehen, antun. Und jetzt nicht, möchtest du nicht aus der alten Welt Geld in die neue Welt bringen? Die ist toll. Ja, da musst du sie ein bisschen appetitlicher, verständlicher, intuitiver, sexier, professioneller machen. Okay, jetzt wird es passieren. Bis dato, Technology started, dann ging es los, dann wurde es ernst, Regulation started. Ja, jetzt kommen wir in eine Liga, in der man ein bisschen mehr Adoption erreichen möchte und braucht. Professionalism, Storytelling, Marketing, Communication. Das wird passieren. Und dann kommen auch hoffentlich positive UX-Experiences mit ins Spiel. Glaube ich. Es ist okay, Banker sind auch Menschen. No, just kidding. Wohlbemerkt, die Kombination von den beiden im Kontext von Bullshit-Bingo, Buzzword-Bingo, zieht sehr, aber wir sind im Bereich Blockchain, sind wir weit davon entfernt, Mass Adoption zu ermöglichen, und im Bereich künstliche Intelligenz sind wir auch weit davon entfernt, irgendetwas Sinnvolles damit anzustellen. Das heißt, die Kombination aus einer Technologie, die noch viel Development und Adoption braucht, mit einer Technologie, die noch viel Development und Adoption braucht, müsste theoretisch, jetzt ohne Mathematiker zu sein, kombiniert ein Faktor hoch 2 an Komplexität und Adoption brauchen. Ja? Und man irgendwie erhofft man sich damit, dass, weil cool und cool, schneller cool oder bigger cool oder noch mehr cool, und ich sage nur kompliziert und kompliziert und weniger adopted und weniger entwickelt und weniger akzeptiert und weniger akzeptiert, kombiniert noch weniger all of that. Ja? Unabhängig davon, künstliche Intelligenz wird unser Leben verändern. Blockchain-Technologie wird die Wirtschaft, so wie wir sie heute kennen, verändern. Und beide werden selbstverständlich miteinander in irgendeiner Form operieren. Nur wohlbemerkt die Trennung zwischen what makes it sexy and what makes it possible. Ja? Und eins davon ist tough genug. Beides zusammen might be sexier, but it becomes automatically, sorry, es macht es vielleicht sexier zu sein, aber es wird automatisch weniger easy oder umsetzbar, machbar, denkbar. I think. First, cash. Du hast es vorhin erklärt, und das stimmt, und das wird vielen von uns gar nicht bewusst, dass über 90% vom Geld auf der Erde ist bereits digital. Ja? Es gibt diverse Dinge, die noch nicht in der Form funktionieren, und ein gutes Beispiel, wie aus meiner Sicht sich das ändern wird, ist, wenn wir nach China rüber gucken. In China übrigens nicht Bitcoin, ja, nicht Kryptowährungen, ganz normales chinesisches Geld. Habe ich neulich, ich war selber nicht vor Ort, aber ich fand es faszinierend, es gibt Alipay. Alle zahlen mit QR-Codes. Ja? Und google das mal, ich habe das jetzt leider nicht gerade parat, aber ein Bettler in Shanghai mit einem Becher, aus dem ein QR-Code rausguckte. Jo. Warum? Weil du kannst auch, wenn du gar kein Bargeld dabei hast, kannst du gar nicht denen was geben. Und damit, und das Dumme ist, wir sagen das immer, ja, bist am Staufacher, wartest auf die Tram, und dann kommt jemand und sagt,
hast du mal einen Franken? Und du sagst, oh sorry, kein Geld. Und wir wissen beide, ich hab's vielleicht, aber ich hab's nicht gerade passend oder ich möchte es dir nicht geben oder was auch immer. Ja? Aber die meisten von uns haben doch irgendeine Form von Bargeld in der Tasche. Wer von euch hat Bargeld in der Tasche? There you go. Ja? In China stellst du die gleiche Frage und ganz viele Menschen werden sagen, nee, habe ich nicht. Auch ist es kompliziert, je nachdem, was es für ein Betrag ist. Es gibt viele Händler im Markt, ganz normal, der Markt. Wir sprechen nicht von einem Apple Store, ja, wo die Apple Angels mit ihren T-Shirts und ihren QR-Code-Scanners und iPhones und sonstiges durch die Gegend schwirren, ja, in der Genius Bar. We're talking about Leute, die verkaufen Fisch kiloweise, wenn sie am Morgen geholt haben. Hm? Die nehmen kein Bargeld. Da kannst du nur in der Bäckerei, kannst du teilweise nur mit Electronic Cash bezahlen. Ja? Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwann so sein, dass viele von uns als Romantiker eine Münze brauchen, hm? Und sie auch sammeln. Aber de facto ist es schon längst so, dass wir es nicht mehr wirklich brauchen. Viele von uns halten sich irgendwie dran, aber zu 90% ist es bereits ein künstliches Halten. Und in vielerlei Hinsicht, siehe China, ist es genau so, dass es heute schon, es gibt Cash, aber es wird gar nicht mehr gerne gesehen und gebraucht und sonstiges. Und ich weiß, dass der Niklas Nikolaisen immer, zumindest bis solange ich ihn gekannt habe, mit einem tatsächlichen Bitcoin-Coin durch die Gegend lief. Macht er das heute noch? There you go. Ja? Und das ist nichts anderes. Kennt ihr das? Wir bringen das auf Münzen. Wenn wir über Bitcoin reden, ist euch aufgefallen, dass immer diese goldene Münze mit dem B und den $2 oder there you go. Ja? Ja? Das ist, danke. Das ist der Beweis dafür. Wir sind Romantiker. Wir brauchen das. Ja? This is, it's not chocolate, ne? This is, ich hab's auch neulich, no kidding, ich hab's neulich als Schokolade gesehen, ja? Weil wir das brauchen. And we call it coin. Why did we call it coin? It was never a coin. Es war Code, Bitcode. Hätte keiner gekauft. Bitcoin hat sofort jeder verstanden. No. Ein Geld aus Bits. Brillanter Name, by the way. Bitcoin. An sich. Schon mal drüber nachgedacht? Der Name. Wir brauchen das. Aber de facto brauchen wir das nicht. Es wird unglaublich viele, na anders, aber die Motivation ist, wie lerne ich, worin ich investiere? Dann ist die Information, die man findet, wenn man danach sucht, sehr oft, weil es mit sich bringt, dass du investieren möchtest, ein Verlockungsfalle für Menschen, die versuchen werden, das Geld aus dir rauszuholen. So that's not what you want to read. Ne? In dem Fall, wenn du investieren möchtest, dann ist, und das ist vielleicht etwas kontraintuitiv, aber lies erstmal, wie baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf? Unabhängig vom fucking Blockchain, worauf achte ich, wenn ich mir einen Businessplan angucke, oder worauf soll ich achten, wenn ich mir ein Gründerteam angucke, oder worauf soll ich achten, wenn ich eine Marktprojektion oder ähnliches mir angucke? Das sind die Fragen, also, weil erfolgreiche Unternehmen gab es vor der Blockchain und wird es, sollte sie irgendwann nicht durch irgendwas anderes Ätherisches oder Virtuelles ersetzt werden, in 50 Jahren oder 100 Jahren oder whenever, wird es weiterhin Unternehmen geben und Business und Transaktionen. Und die Grundprinzipien von wie man eine neue Idee erfolgreich aufbaut und andere Menschen davon überzeugt, dafür Geld auszugeben und das erfolgreich zum Wachstum zu bringen, das sind die gleichen. Der Rest ist Code. Ein Grundverständnis von Blockchain, diese Blockchain, jene Blockchain, die Logik dahinter ist durchaus hilfreich. Aber wie verstehe ich, wie ich in etwas investiere? Vergiss mal den technologischen Aspekt, den wir womöglich niemals verstehen werden, wir zwei, wenn wir nicht schon vor 15 Jahren angefangen haben, Computer Coding zu lernen. Dafür bin ich zu alt. Deswegen werde ich das nicht verstehen. Aber auf das, was ich verstehen kann, wie funktioniert ein Business, wie baue ich eine Marke auf, was ist ein erfolgreiches Team, welche Zahlen machen Sinn, wenn jemand kommt und sagt, mit $80 Millionen werden wir in den nächsten 3 Jahren die Industrie der Versicherungen komplett auf den Kopf stellen, sage ich, nö,
Sorry, egal wie viel du gekifft hast, wirst du nicht. Wirst du auf gar keinen Fall. Ja? Wenn du kommst mit 8 Milliarden Dollar, dann kann ich sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich dir so viel Geld zutrauen würde, aber zumindest, at least now we're talking about something potentially feasible. Ja? Eben, das sind Fragen, die mit Technologie wenig zu tun haben, und mit Blockchain wenig zu tun haben. Aber das sind die Fragen, die man sich stellen muss, um zu wissen, worin investiere ich und worin nicht. Und die Bedeutung von Blockchain ist als Backbone dafür, dass es funktioniert und vieles möglich wird, was früher nicht möglich war, unglaublich hilfreich und wichtig. Aber ich werde es nicht verstehen und begreifen, konzeptionell vielleicht, aber nicht technisch. Ich werde es nicht beurteilen können technisch. You can show me code, ich lese nur Code. Ja? Ich weiß nicht, ob es zur Bedienung von meinem SAT-Receiver ist, ja, oder eine Bankenapplikation. Ich kann es nicht unterscheiden. Und du vielleicht auch nicht. So don't try. Frag dir Fragen, die du verstehen kannst, auf dem, was du sagst, und hinterfrage diese. Dann weißt du vielleicht. Und wenn du nicht sicher bist, don't do it. Ganz einfach, weil wenn du nicht sicher bist, also selbst wenn du sicher bist, kann es sein, dass du es machst und es bereust. Aber wenn du nicht sicher bist, wirst du dich immer auf die, immer wieder, ach, Mensch, ich habe es gewusst. Oder irgendjemand wirst du sagen, vielleicht deine Partnerin oder deine Frau oder dein bester Freund. Die hat ja gesagt, ja, ich weiß, hätte auf dich hören sollen. No regrets. That's not gonna help you. Ja? Das Dritte, beantwortet? Cool. Das Dritte, Security versus Utility war das, glaube ich. Ne? Okay. Pfui. Okay. Ein Utility. Ist on tape, ja. Ein Utility-Token ist, wenn es als solcher konzipiert ist und tatsächlich als solcher gültig ist. Ja, ob das der Fall ist, das obliegt den regulatorischen Legal Experts und sonstige FINMA und Co. Ja, das heißt, ich kann mein Verständnis der vereinfachten Erklärung davon geben, was den Unterschied ausmacht, ob das jetzt dieser eine Fall ein Utility oder ein Security Token ist, unter legalen Aspekten oder nicht. Da müssen viele smarte Lawyers dran und ja, das kann ich nicht. Ich bin keine Autorität, um das zu entscheiden. Vom Grundprinzip her allerdings, ein Utility Token ist eine Investition in der Nutzung meiner Plattform in der Zukunft. Das heißt, blöd gesagt, ich möchte ein Boot bauen. Ich bin Segler, ich liebe das Meer, ich möchte ein Boot bauen. Und mit diesem Boot können ganz viele Leute segeln, um die Welt oder von A nach B. Ja, es ist ein total cooles Boot, es passen ganz viele Leute rein. Aber ich habe kein Geld, um dieses Boot zu bauen. Also werde ich Tickets für diesen Boot heute verkaufen. Das supercoolste Trimaran der Welt, solar gepowered, mit einem eigenen Pool obendrauf, ja, so ein richtig cooles Adventure Boat, ja. Total safe, mega sexy. Ja. David Guetta spielt in der Einweihungsfeier von meinem Boot. Ja. So, wer möchte mit diesem Boot mitsegeln, mitreisen, mit dazukommen? Ja? Du möchtest einmal um die Welt im Segelboot, oder? Genauso siehst du aus. Okay, das kostet dich 5.000 Dollar. Ja? Du möchtest einmal nur kurz von hier in die Türkei, über das Mittelmeer, ist auch okay, auch möglich, kostet 2.500 Dollar. So, das, und das heißt, ihr kauft nichts, also das Boot gehört mir, zu 100%. Ich sammle Geld von euch ein, damit ihr eines Tages mit mir auf diesem Boot mitreisen könnt und es genießt. Und ihr gebt mir dafür Geld, dass ihr hoffentlich, wenn ich eines Tages mein Boot fertig gebaut habe, euch auf eine Welttour mitnehme. Und die wird klasse. Das ist eine Nutzung. Eine sogenannte Use/Therefore-Utility. Das hat einen Nutzen. Ja, das heißt, du kaufst die Nutzung meiner Plattform. Du kaufst eine Reise in mein Segelboot. Und wenn ich euch alle, die ihr mir Geld dafür gegeben habt, einmal um die Welt geschippert habe, dann gehört das Boot mir und dann kann ich weiterhin Tickets davon verkaufen. Das ist das Grundprinzip eines Utility Tokens. Das Grundprinzip eines Security Tokens ist ein bisschen anders. Ich sage, ich baue ein Boot und ich kann das Boot nicht alleine finanzieren, also
brauche ich Geld von euch. Und wenn ihr mir Geld gebt, ja, dann werden wir später Tickets verkaufen. Und von diesen Tickets werden wir ganz viel Geld verdienen. Und aus diesem Geld, was wir verdienen, steht dir vielleicht auch etwas zu. Eine Dividende. Und wenn wir eines Tages ein zweites oder ein drittes Boot zusätzlich aufbauen wollen, ja, dann darfst du auch vielleicht sogar mitentscheiden, weil schließlich bist du hier mit von der Boot AG und hast dafür bezahlt. Du warst mit dabei, du kannst mitentscheiden. Und am Ende des Tages gehört dir die hintere rechte Schraube des Bootes. Das ist deine Schraube. Die ist für dich. Then it works. Ja? Dann ist mein Boot ein Asset, der dir teilweise gehört, der dir Anspruch auf die Nutzung oder den Profit, der aus dieser Nutzung entsteht, zusteht und damit eine Security. Du investierst nicht in eine Bootsfahrt in Zukunft, du investierst in ein Stück meines Boots, was in Zukunft Bootsfahrten machen wird. Ich weiß nicht, ob das die beste Erklärung ist überhaupt, aber vielleicht bleibt das so hängen. Make sense? Habe ich was Falsches gesagt? There you go. Okay. Alright. Frage beantwortet? Super. Cool. Wenn du dann mit den Leuten sprichst und sagst, 50 Millionen, um eine Industrie, die 30 Trilliarden groß ist, also, duh, really? Und dann stellt sich heraus, ja, der Markt ist so schwer. Ja? Der Markt ist so schwer. Im Moment ist es schwierig, überhaupt 10 Millionen zu racen. Wir sind glücklich, wenn wir 50 racen. Ja, dann lass es. Dann lass es. Nicht jeder muss die Welt verändern und du sowieso nicht. Und mit 50 kriegst du es eh nicht hin. Das heißt, nur weil das jetzt nur das ist, was möglich ist, dann ist es lieber, you know what, dann lassen wir es. Weil das ist ein Projekt, das braucht 5 Milliarden. Und entweder traust du dir zu, 5 Milliarden racen zu können und auch administrieren und verwalten und nutzen zu können. Ja? Oder du lass es. Du lässt es. Weil du bist einfach nicht auf der Höhe, die Welt von Payments zu verändern, die Welt von Versicherungen zu verändern. Du kannst niemals kalkulieren, wie viel es bräuchte, um in der Schweiz eine halbwegs anständige Versicherungsalternative zu den existierenden Playern aufzubauen. Nämlich mehr als 50 fucking Millionen. Ja, ich glaube daran, ich war drin, als irgendwie, als kaum jemand dran geglaubt hat, dann als alle dran geglaubt haben, wurde ich skeptisch. Und jetzt fange ich wieder an, dran zu glauben. Because now the madness is over.